Dritter und letzter Spieltag beim Deutschlandcup 2018. Zeit, Abschied zu nehmen, nicht nur von Krefeld, sondern auch von Bundestrainer Marco Sturm, der nach 3 Jahren die Nationalmannschaft in Richtung National Hockey League verlassen wird. Hinein in die Partie. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in Rot. Gleich mit der ersten guten Möglichkeit von Leon Bergmann. Aber es sollte sich schon in diesen ersten Minuten herauskristallisieren, dass es ein Match der beiden Abwehrlinien werden würde. Beide sehr konsequent, ließen nicht viel zu. Hier mal ein Querpass, Fehlpass durch die eigene Zone der deutschen Mannschaft und Kudrna mit der besten Möglichkeit für das slowakische Team. Daniel Pieter wie auch die Kollegen aus München heute mit Päuschen. Deswegen alle Sturmreihen durcheinander gewirbelt. Harmonie nur hin und wieder gegeben. Nächste Möglichkeit schon im zweiten Drittel dann für die slowakische Mannschaft durch Branislav Rapac. Aber Niklas Treutle im Tor der deutschen Nationalmannschaft exzellent. Vor der Partie war es sehr emotional, auch deshalb hatte es den Anschein, als würde die Mannschaft lange brauchen, um so wirklich in Spielmodus zu finden. Etwas mehr als die Hälfte der Partie vorbei. Der eigentlich beste Angriff der deutschen Mannschaft über Marcel Nöbel, Sinan Akta und in der Mitte verpassen Leon Bergmann und Stefan Leubel die Führung für das deutsche Team. Leon Niederberger, alles vieles Stückwerk, defensive passt, so auch hier. Mal ein Fehler der Slowaken und Leon Niederberger in seinem zweiten Länderspiel im Nachfassen. Dann Nico Krämer mit der Chance auf den Rebound. Aber starke Paraden von Andrej Kosaristan, der sein Debüt für die Slowakei gab. Und so ging es hinein in die letzten 20 Minuten für Bundestrainer Marco Sturm. Das deutsche Team weiter bemüht, Marco Sturm einen würdigen Abschied zu schenken. Aber Schüsse aus der Distanz und wenn die durchkamen, dann meist nicht direkt in Richtung Tor, so wie auch hier 2-3 Mal abgefälscht. Und so dauerte es lange, ehe irgendetwas passierte. Abspielfehler in der neutralen Zone bei der deutschen Mannschaft. Und plötzlich Hastschak frei und in der 55. Spielminute das Tor für die Slowakei. Marcel Hastschak, einer der erfahrensten im Team, überwindet Niklas Treutle. Deutsche Mannschaft im Vorwärtsdrang. Die Verteidiger wechseln, der Check von Wolf zu spät und Hastschak ganz allein. Das Tor war noch nicht ganz durchgesagt. Erneut hier Probleme im Spiel nach vorne. Wieder die Slowaken durch und nur 24 Sekunden nach dem 0:1 stellt die Slowakei auf 0:2. Torschütze Radovan Pulisch. Sechstbester Scorer in der slowakischen Extraliga. Und das dann eigentlich schon die Entscheidung, denn es passierte nichts mehr. So verlässt Marco Sturm nach 73 Spielen und 3 Jahren als Nationaltrainer die Nationalmannschaft. Was bleibt, sind 2 Viertelfinals und die Silbermedaille von Pyeongchang.